Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, ich glaube, das war's. Alarm, Alarm, alle Bürger müssen zu Hause bleiben. Die wandelnden Toten sind auf den Straßen. Achtung, Achtung, ich wiederhole, es herrscht Eindämmungskontrolle. Willkommen zu Infection Free Zone, liebe Leute. Willkommen zu diesem, ja, mal etwas anderem Game. Wir haben die Demo gespielt und das ist ziemlich cool. Ich zeige euch direkt, was anders ist. Wir können überall auf der Welt spielen und zwar können wir spielen in meiner Heimatstadt. Ich wohne da zwar jetzt gerade nicht, aber in Zukunft wieder. Und zwar in Hennef. Hennef, Kreis Rhein-Sieg, Kreis Nordrhein-Westfalen. Hennefer Wirtshaus, Bahnhofstraße 19. Das wurde schon gesucht. Haberschoss, glaube ich jetzt nicht. So. Ich weiß gar nicht, wie das Copyright-mäßig alles geht. Und zwar haben wir entweder Hennef Zentrum. Hieß der Bahnhof. Aber das wäre alles so abgeschlossen. Da ist auch der Marktplatz. Der ist quasi dazwischen. Das ist ein bisschen doof. Aber ich würde einfach mein Heimatdorf nehmen. Und zwar Edjoven. Hier ist Geisbach, da ist Edgoven, ne? Hier ist die Wippenhuner Straße, hier oben ist Söwen, das ist Kümpel, hier ist Söwen. Und hier ist Uckerath, da ist Uckerath, da kommt der Ziabo her. Und ja, los geht's. Momentan wohne ich hier. Ja, ich sag jetzt nicht genau, aber so, Hennefsieg, das ist so strange. Ich habe noch nicht gespielt, das muss total komisch jetzt sein. Also. Infektionsname, infektionsfreie Zone. Kann ich das ändern? Nee. Tutorialereignisse. Startmonat, April, das ist doch gut. Da habe ich Geburtstag. Menschen. Ressourcen, Anzahl der Horden. Schwierigkeit, Mittel. Wir lassen mal alles so mit Standard. Und gucken mal, okay? Auf ins Abenteuer. The world as we know it is gone. What we called the mad virus appeared out of nowhere. It made people turn extremely violent, aggressive, and unrestrainable. Soon later, the infected became bloodthirsty, more like vampires than human. There was chaos, panic, and war for survival. Desperate people were just as dangerous as the virus itself. Even our loved ones could become a threat. The infection spread quickly throughout the entire globe. Every region, every country, every city. Drastic measures were taken to get rid of the infected, but they all failed. The last chance for those who seemed immune was to hide in underground shelters, ones that we improvised in garages and basements, loaded with food, water, and air filtration systems. These were the places where we survived, sealed from the outside. For so long, we waited for any signal, any info that a cure had been found, or the situation stabilized. Instead, we listened as the world grew quiet. Our resources were becoming depleted. Life support systems were failing. And just as we were losing all hope, we received a distant call. This was the impulse we needed. There were others out there. We could come back to the surface. No more hiding. From the ruins of the old world, we will build our new home. Und los geht's. Edgoven muss gehalten werden. Und damit herzlich willkommen in Edgoven. Willkommen zu meinem Kindheitsort. Hier bin ich aufgewachsen. Und ja, ich kenne ja alles, also los, es ist so abgefahren, es ist ein bisschen gruselig, um ehrlich zu sein. Also, hier ist eigentlich das Zentrum, hier ist die große Crossing, hier ist eine Bushaltestelle und hier ist die Hauptstraße und gewohnt habe ich hier. Das Haus steht nicht mehr, ich habe jetzt dreimal neu gestartet, aber es ist genau das Haus, was nicht steht, das gibt's doch nicht, oder? Wie viel Pech musst du haben, das ist die Küppeler Straße 1. Abgefahren. So, ja, hier ist die Edgovener Straße. Hier geht es den Forellenweg lang. Hier ist der Forellenweg. Und ich versuche jetzt keinen Namen zu nennen. Ich weiß ja nicht, ob ich es darf oder nicht. Und mein Opa, der wohnt hier.
das Haus hier. Aber das kann ich nicht nehmen, das ist zu weit am Kartenrand. Vielleicht kann ich das später irgendwie ändern oder so. Aber ja. Und meine Grundschule war, ein Moment, hier. Das sieht meine Grundschule. Hier. Und hier gibt es auch Bauer Jansen. Und hier ist Junkersfeld. Das ist so ein Kiosk. Da war ich auch immer als Kind. Den gibt es immer noch. Das ist total krass. Ich bin immer dann hier lang gefahren mit dem Fahrrad zu meiner Uroma. Und zwar hat die hier gewohnt. Und dann habe ich da Geld geholt und dann bin ich zu Junkersfeld gefahren zum Snacks holen. Und dann bin ich hier lang wieder Büdinger Hof zurück. Und hier gibt es einen Fahrradweg. Ne, also so viel dazu. Und gespielt habe ich immer. Das sind jetzt Frontlinien, ja? Pass auf. Küppler Straße gespielt. Hier ist so ein Feldweg. Und hier geht so ein Bach lang. Ich habe mal Videos gezeigt, wie hier so, wir hatten hier eine Überschwemmung. Das ist nur so ein 30 cm Bach. Aber der hat, die Sturzflut ging hier runter und hat die ganze Straße weggespült und ist hier lang und dann hier in den Hanfbach. Ja, der heißt Hanfbach, genau. Ja, und hier gibt es auch einen Ort, der heißt Hanf. Und die Leute drehen da alle durch. Ja. Ne? Und hier habe ich gespielt und hier ist, ich glaube, hier ist das. Hier gibt es so eine ganz kahle Stelle. Also wer da wohnt oder lang geht, der wird das, nee, warte, das ist hier. Es tut mir leid, hier ist das. Weil hier ist noch so ein Weg nach oben. Dann ist hier so eine kahle Stelle. Ne? Da sind noch weniger Bäume und du kannst das begehen. Und das haben wir Sumpf genannt. Das hat meine Mutter damals, meine Mutter hat hier sogar als Kind gespielt. Ja, also, ja, so viel dazu. Also, wir haben jetzt hier Frontlinie Edgehofener Straße, Kümplerstraße. Hier oben, das ist Kümplerstraße, weil es hier oben geht zum Kümplerberg. Und hier oben ist noch Kümpel. Und, ja, auch cool, Kümpel. Abgefahren. Das ist eigentlich auch ein Geschäft. Und, oh, hier ist auch schon ein bisschen kaputt. Also, ihr müsst euch vorstellen, es geht hier berghoch. Ne, hier geht alles berghoch. Von hier oben siehst du das ganze Tal. Und hier ist auch schon. Edgehofen liegt an einem Hang hier. Ihr könnt dann hier alles überblicken. Deswegen, ja. Hauptquartier, kommt dann jetzt zu meiner liebevollen Nachbarin. Hallo, Irmtraut. Du bist toll. Und, die vermisst mich auch total. sie hat mir ihr Auto verkauft, vorletztes Jahr. Und, ja, damit fahre ich immer noch rum. Also, los geht's. Hier. Das ist, welche Straße ist das? Kümplerstraße 2 wahrscheinlich. Ich glaube schon. Los geht's. Operator, this is first squad leader. We made our way out. The neighborhood looks deserted. We'll have to scavenge the nearby buildings for any useful resources. Alles klar, okay, es geht los. Essen suchen. Okay. Find something to eat as fast as possible. So, jetzt können wir noch diese Sicht anmachen mit V. So, jetzt müssen wir erstmal Dosen sammeln. Also hier sehen wir, was wir looten. Das müssen wir auch wieder zurückbringen. Die haben nicht so viel Inventar. So. Erstmal den Forellenweg sichern. Also hier geht's zum Forellenweg. Weil in dem kleinen Bach haben die mal Forellen gezüchtet, deswegen. Und zwar konnten, ich glaube, das waren die Häuser hier. Das war auch mal ein Elternhaus von, von meiner Mutter. Und hier war so ein Bach und da ist so ein bisschen Betonwände aufgeschüttet. Und da wurde vorher mal wohl Forellen drin gezüchtet. Darf man ja heute nicht mehr alles. Das waren nicht die, sondern die Vorgänger wohl. Gebäude ausgeplündert. Nächste. Ich kann mich jetzt nur auf familiäre Sachen beschränken. Ich versuche hier so wenig wie möglich zu sagen, weil, ne, ja. Also hier wohnt auch ein guter Freund, hier. Das Haus steht auch nicht. Auch ärgerlich. Ach, es kann, doch, ist das hier. Jockel, wuh. Doch, es müsste das hier sein, ja, tatsächlich. Doch, ja, das müsste das hier sein. Das ist, glaube ich, keine Ruine hier, das ist nur ein Autowrack. Den Jockel darf ich erwähnen. Ne, joi. Direkt Herzinfarkt. Let's do it. Sir, the crates are in the HQ. We have to think what to scavenge first. It will be best to check some shops or warehouse. Okay. No more to find. On my way. So, wir sollen Shops oder Warehouses suchen. Okay. Ich weiß nur nicht. I'll point you where to go. Reporting. Chief, I will speak on behalf of the other citizens. Let us go and adapt the buildings to suitable shelters, so we won't spend a single more night underground. Roger. Wir machen den Sicherheitsdings hier. Guck mal, was ist das denn hier? Auto? Chief, wir werden im Namen anderen Bürger sprechen. Lassen wir uns Gebäude an eigeneignetisch untergehen. Yes, that sounds like a good idea. So, jetzt können wir die Nachbargebäude ausbauen. Und zwar sollen wir jetzt Schutzräume bauen. Für wie viel? Für 40.
Wir haben 10. Können wir das hier drücken? Ja, das geht auch. Okay. Es ist so cool, oder? Es ist so abgefahren. Es ist gruselig. Es ist wirklich gruselig. Und ich weiß nicht, wie das copyright-mäßig überhaupt erlaubt ist. Ich meine, es gibt ja Google Maps. Da kann ja auch keiner kaum heulen. Und das sind ja nicht die Originalhäuser oder so. Und die Gebäude, die Geschäfte, die sind ja öffentlich auf Google sichtbar. Okay, das dauert. Ich habe vergessen, wie die heißen. Das ist so eine Metallverarbeitung, Bauen, Dingensbummens. Und, ich weiß gar nicht, wo das hinführt. Ich bin ein bisschen verwirrt. Weil hier war ein Parkplatz. Hier geht es in eine Straße rein, nicht in einen Parkplatz. Kann sein, dass da jetzt neue Gebäude gebaut wurden. Tatsächlich, ja, ich glaube, hier sind neue Gebäude. Weil die Straße hier kenne ich gar nicht. Ich kenne die hier, aber die hier nicht. Nur bis hier. Also diese Sache ist für mich neu. Ne? Also, ich glaube, wir machen einen neuen Squad, oder? Ja. Roger. Ich glaube, wir gehen mal... Pass auf, wir gehen mal zu Junkersfeld. Ach, da komme ich gar nicht hin. Guck mal. Ist zu weit, glaube ich. Dann Bauer Jansen. On my way. Müssen den Bauer Jansen plündern. Ich glaube, die heißen alle Bauer Jansen in Deutschland, oder? Sir, the sun is getting low. We don't know what's going to happen during the night. Oh Gott. We can continue our scavenging operations in the dark, but that will be way more dangerous than waiting until sunrise. We're on the move. On my way. Sollen wir zurückgehen? Ja, wir gehen zurück. Everyone should be back in the HQ. The workers will return home too. Unarmed civilians should not walk after dark. Okay, okay. Acknowledged. Stay safe. Work's done. Head back to your shelters. Okay, die erste Nacht in Edkoven. Frontlinie, wie nehmen wir das eigentlich? Das Frontdreieck Kümpel-Edkoven. Wir nennen es die, wir nennen es die... Alter, wo kann ich es denn? Warte mal, wir nennen... weil hier ist die Bushaltestelle Forellenweg. Wir nennen es, ich weiß nicht, was, ich muss mir irgendwas einfallen. Okay, es wird Nacht. Das ist Edkovenmo, ja, wie Alamo, Edkovenmo. Edkovenmo, Edkovenmo! Okay, die Nacht bricht ein. Squad, okay, Squad 1. Kann ich die benennen? Kann ich benennen? Gruppe Walter. Ach du Scheiße, da kommen sie. Ach, das ist, ich habe vergessen, wie die Straße heißt. Ich kenne die eigentlich auch alle, aber die sind mir jetzt gerade... Das ist Kümpeler Busch. Und das ist, am, Kämpfen. Kämpfen, wir verstecken uns mal. We'll stay away from it. Ah, wie heißt die Straße hier nochmal? Und die hat auch einen anderen Namen. Gutsblick, genau. Kümpeler Busch und das ist, boah, habe ich vergessen. Also hier ist der Archie, hat ja schon alles vollgekackt, ne? Also der Archie hat hier mal sehr gerne, also der Archie hat so ab hier gerne gekackt, ne? Um das mal zu beschreiben. Und, ja, dann entweder, ne, die minimale Runde, die weitere Runde gehen. Oder, nachts, wenn es dunkel ist, ein Archie muss kacken, dann ist er gerne hier lang. Und ich sag jetzt mal, wo er immer gerne hingekackt hat. Also er hat gerne... Oh Mist. Da sind sie sichtbar. Also er hat immer gerne vor, irgendwo hier sind so große Büsche, da vor die Häuser gekackt. Und, ja. Und hier oben hat er immer gerne in die Einfahrt gekackt. Aber ich sag noch nicht genau, wo. Aber das habe ich immer weggemacht, natürlich. Immer weggemacht. Selbstverständlich. Okay, jetzt kommen die. Aber wir wollen ja noch nicht kämpfen. Und, ja, aber selbst wenn Archies Häufchen sind am nächsten Tag so kleine... Die sehen aus wie kleine verkümmerte Äste. Ja, also... Und, ja, Wippenhohner Straße. Hier ist der Steimelsberg. Die Straße zum Steimelsberg. Hier oben ist eine Alki-Klinik. Hier ist auch noch ein Bauer, ist aber jetzt keiner mehr.
Ja, die laufen hier rum, müssen wir uns keine Sorge machen. Also das ist der Hanfbach, wie gesagt. Der ist leider nicht eingezeichnet. Ne, hier steht am Hanfbach. Und der läuft hier lang an der Straße. Geht hier durch. Ne? Hier haben wir Massage Araya Hennef. Interkult. Ja, das ist eigentlich kein Geschäft. Black Leaf kenne ich nicht. Daniels Stempelwelt. Hautnah. Hier Tom Data. Das ist die Wart. Quer durch die Wart. Dreigiebelhaus. Und hier haben wir Pizza Lieferservice Mesurina. Oh, da habe ich auch schon oft bestellt. Ich habe keine Ahnung, was Villa lebenswert ist. Hier oben ist die Gesamtschule. Mehrzweckhalle Melas Heide. Aha. Hier ist die Gesamtschule, das hier. Oh, jetzt geht's los. Okay, jetzt kommen sie, glaube ich. Ich mache mal ein bisschen schneller. Jetzt kommen sie. Aber das Gebäude ist ja noch nicht fertig. Jetzt gehen die da rein. Okay, ich mach mal ein bisschen schneller. Darf ich nicht weiterbauen? Also ich würde schon gerne weiter looten, um ehrlich zu sein. Aber vielleicht nicht in der ersten Nacht. Ah, da, guck mal da. Jetzt sehen wir, in welchen Häusern die sind. Also, kann ich mit zwei da looten gehen? Okay, jetzt wird weitergebaut. Edgoven muss gehalten werden. Ja. Brauchen wir einen Wachturm. Agree. Let's build a wooden tower. Ich kann leider das Hauptquartier nicht umbenennen. Let's build a wooden tower. Wow. Ich weiß nicht, ob uns das retten wird, aber. Guck mal, wir haben noch Türme bauen. Holzturm. Kann ich drehen? Ah. Sehr schön. Ich glaube, das geht zusammen schneller. Ja, sehr gut. Adaptation done. So, das ist Gruppe Walter. Gruppe Walter. Und hier haben wir Reporting. Building adapted. Das ist Gruppe Hanfbach. Okay, Gruppe Hanfbach und Gruppe Walter. Wir müssen hier alles halten. Das ist ganz wichtig. Operator. Receiving. Okay. Guck mal, wir haben eine Knarre gelootet. Ich weiß aber nicht. Das ist echt ein bisschen wenig. Reporting. Reporting. Guck mal, der lootet immer noch, aber wir sind noch voll. Guck mal, hier ist sogar Breitengrad. Chief, if we want to build anything else, we need more resources. Send workers to chop down some trees. Maybe we could build some palisades with that too. Die guten Bäume. Oh, das wollten die nicht. Nee, die gehen in ein anderes Haus. Okay, let's gather some wood. Beim Landingers Bergqualms. Jetzt am Ende der... Oh, guck mal, jetzt ist die nächste Area freigegangen, oder? Tatsächlich. Okay, Landingers Berg, gut. Okay, der geht wieder zurück looten, dann gehen wir investigaten. Ich weiß gar nicht, ob ich die hätte besser ausstatten können oder so. So, wir müssen noch weiter Unterschlüpfe bauen. Schutzraum. We're running out of resources. Sir, we just found a car that looks drivable. Let's try to make it run again. Oh, geil. Okay, reporting. Try it. Dann wollen wir lieber erstmal das probieren? Das steht mitten auf dem Feld. Hier geht der Hanfbach lang. Hier so. Entschuldigung, ich habe das falsch gezeigt eben. Der geht hier lang. Ich blöd Mann, hier. Nicht an der Straße lang. Ich Vollidiot.
Okay, der hat noch Munition. Dann gehen wir jetzt nochmal zurück. Wir müssen hier die Häuser noch looten. On my way. Zwei Pistolen. Also wir haben nicht mehr genug für noch einen Squad. Vehicle taken over. Geil. Überlebende aufnehmen. Bring them in. Operator. Machetendepots. Operator. Gruppe Hanfbach ist jetzt vom Langnedachsberg. Okay, dann. So, das zurückbringen. Weiter looten. On my way. So, dann zurück. Nein, 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 weiter da looten. Wir müssen mit denen eigentlich mal Bauer Jansen plündern gehen, aber ich glaube, das ist jetzt wieder zu spät. Auch Munition gefunden. Ich könnte jetzt sagen, ich wollte jetzt schon wieder Namen nennen, ne? Wir brauchen noch, was haben wir noch am Essen? Nur eine Pause machen. Wir haben Lebensmittel 7. Björn, ich geh mal bei dir ein bisschen looten, ne? Du hast bestimmt noch was. So, saving complete. Okay, zurück. Ach guck mal, mit dem Auto können wir viel mehr looten. Sollen wir jetzt in den Wachturm gehen, oder? Ach guck mal, der Wachturm benutzt jetzt das, was wir haben quasi, ja? Okay, es geht los. Okay, die sind da oben. Ich könnte die auch bekämpfen. Okay. Dann sollen wir weiter looten gehen? Einige Übertragung. Sir, it's almost nightfall. We can already see some infected coming out of their lairs. The door won't hold much longer. Mist, wir müssen, genau, wir müssen die locken. Es ist schon gruselig. Ich weiß ja, wie die Straße und alles aussieht. Ich kann mir das jetzt so tatsächlich ein bisschen vorstellen, um ehrlich zu sein. Das ist schon spooky. Also von dem aus könnte man schon gut verteidigen, tatsächlich. Von dem hier wahrscheinlich noch besser. Tatsächlich wäre das ziemlich gut. Okay. Get ready to defend the zone. Oh, jetzt kommen sie aber, jetzt kommen sie aber. Scheibenkleister. Ich brauche noch mehr Türme. Ich muss, wir müssen hier die... Ah, scheiße. Ich überlege, ob wir D-Streuße, ne, ob wir das hier als Grenze benutzen. Oder hier so zumachen. Wir müssen gucken. Ich muss gucken, wie ich das mache. Das ist schon ein bisschen tricky jetzt. Komm, wir gehen noch was plündern. Da war nichts drin. So, wir befinden uns in einem Gebäude voller Infizierter und wir haben uns den Fluchtweg abgeschnitten. Wir müssen uns im Keller verbarrikadieren. Wir kommen jetzt nicht mehr raus. Wartet auf Hilfe. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, ich glaube, das war's. Ach du Scheiße. Ich glaube, das war's, oder?
Ich glaube, das überleben wir doch gar nicht. Okay, die kommen nicht rein. Wir haben. Oh Gott, die hat doch ein bisschen. Die können, glaube ich, noch nichts. Alter, okay. Mein Gott, Walter. Jetzt gehen wir den schnell retten. Wir müssen noch mehr Waffen holen. Komm, wir brauchen die jetzt. Das ist wichtig. Nach der Nebelaktion. Okay. Schnell weg. Zurückfallen lassen! Ein bisschen Nahrung gefunden. Okay, wir warten jetzt lieber. Es wird jetzt wieder Tag. Okay, los geht's. Chief, the survivors that we took in, they have some important info that we could use. They speak of various kinds of infected animals that they encountered. And other groups of survivors too. But they lost people recently. It'll take some time for them to integrate. Let me find some jobs and shelter for them. Receiving. Roger. Okay. Wie viele Leute habe ich eigentlich noch? Ich kann das alles nicht so richtig sehen. Ausruhen lassen. Verhören. We have no time for that. Interrogate them now and get as much info as you can. Okay, Bauern Jansen, mal gucken, was wir da so finden. Äpfel. Würde mich jetzt nicht wundern. Und Eier. So, wie viel Holz haben wir jetzt? Zu wenig. Okay, gut, dann müssen wir da weiter hacken. Reporting. Okay. Habt ihr das auch aus Bauernhof markiert? Ah, sehr gut. Wir haben ja auch Forschung. Grundlegende Medizin, Versorgung, Chemie, Waffenproduktion, Konstruktion, Werkzeugfabrik, Landwirtschaft. Aber da sind wir noch nicht. Da sind wir noch nicht. Da sehe ich uns noch nicht. Zum Sprechen drücken. Okay. Ich könnte noch eine Gruppe machen, tatsächlich. Aber wir brauchen noch Arbeitskräfte, ne? Das ist halt auch wichtig. Wir bauen jetzt noch mal ein paar Türme, glaube ich. Sonst überleben wir die nächste Nacht nicht. Können wir hier noch ein Lagerhaus bauen? Search done. Building repurposed. Noch ein Turm. Okay. Chief. Many of our workers don't have any jobs. Send them to gather resources to construct or to work at some of the buildings. Ah, und wie? Hier unten? Plünderer, Bauer, ne? Wache, Fabrik, ne? Ah, Arbeitslose. Aber es geht. Ich meine, die haben ja auch gar nichts zu tun. Tatsächlich. We're gonna see. Meine Holzpalisaden kann ich mir gerade nicht leisten. Okay, weiter geht's. Auf Leertaste ist Pause, aber... Okay, nochmal Leertaste geht's weiter, gut. Ist voll, ne? Ne, ist nicht voll. Operator. Wir lassen jetzt erstmal plündern, weil ich glaube, der kann das noch alles ins Auto laden. Ich glaube, wir machen noch eine Looting-Party. Search done. Ready for action. No more to find. Die haben jetzt nur drei und eine Machete. Building clear. Reporting. We're out of food. Receive it. Ich habe das schon gemerkt. Noch
geplündert. Operator, going there. Waiting orders. Noch mehr Essen, dankeschön. Search done. We're on the move. Austausch, aufteilen, zum Hauptquartier. Es fehlt irgendwo sowas wie Roger. Automatisch looten. Oh, das Auto kommt zurück von selbst, weil die voll sind, ne? Reporting. Nee, die haben es ins Auto geladen. Machen sich voll. Und dann müssten sie eigentlich von selbst wieder zurückfahren. Das ist die Kapellenstraße. Okay. Hier spricht IFZ. This is the infection free zone. Infection free zone. The infection is in decline. Seek others and rebuild. Clear. Construction ready. We're running out of stock. Going there. Nee, jetzt läuft so wieder. Okay, sehr gut. Waiting orders. All service. The infection is in decline. Seek others and rebuild. Was mit denen? Kann ich die nicht nach Hause holen? Die sind immer aus dem Gebäude gelaufen, als würde die doch... Ist da jemand? Is somebody there? Ich kann halt nichts machen hier. Scheiße, jetzt holt er das Auto nicht mehr. Ist es jetzt irgendwie leer? Ach, stumm schalten, scheiß drauf. Chief, this is the same transmission we received before, but the signal is even weaker. Our walkie-talkies are not powerful enough for long-range communication. We have to build a large antenna. A local library or university would be a good place to search for information. Das ist ein Bug. How to make it work. We're on the move. Let's go there. Receiving. We're on the move. Sir, we've encountered a group of people willing to join us. Ablehnen. Sie ausrum ablehnen. Send them away. Ich weiß nicht, ob wir jetzt genug Essen haben und so. Okay. Let's do it. Going there. Ja, hier gibt's halt wahrscheinlich ein Auto oder was. Building clear. Ready for action. Ach, da gibt's Treibstoff. The moon seems so close to the earth tonight, reflecting the sunlight. The sky is perfectly clear. It's almost as bright as the day. There should be no infected on the street tonight. Building clear. Oh, sehr gut. Ready for action. We can work tonight. Let's do it. Clear. Waiting orders. Machen wir's mal mit Schiff, dann können wir direkt mehrere Gebäude plündern hier. Wenn die voll sind, gehen die ja von selbst zurück. Das müsste so gehen. Der hat keine Knarren. Die haben aber Pfeil und Bogen sonst, ne? Das müsste eigentlich gehen. Und die können da so auch mehr looten. Guck mal, jetzt haben wir nochmal Sprit. Spritikus Maximus. Entsende Trupps Fachbücher zu finden. Bringe wissenschaftliches Material. Okay. Pass auf, jetzt bauen wir aber nochmal. Ich weiß ja nicht, wie viele Türme ich bauen darf. Auch hier einen Turm hin. Ja, haben wir drei. We are out of resources. Und dann, so noch mal ein bisschen Bäume fällen, glaube ich. Ist auch Schrott, glaube ich. Sammle Ziegel. Ich weiß, wo wir Ziegel finden. Hier wahrscheinlich, ja. Let's do it. Search done. Waiting orders. Ja, machen wir. Das ist die andere Seite. Das ist quasi neu entgehoben. Okay, so können wir viel besser looten. Ich weiß nicht, soll ich jetzt mal... Ja, komm, wir fahren mal zurück. Wir gehen jetzt mal Fachbücher suchen. Ich weiß, wo es eine Bibliothek gibt. Wir haben eine ziemlich... was heißt eine ziemlich große? Wir haben eine. Maisfabrik. Ich hoffe, da kommen... Ich glaube, da kommen wir nicht hin. Die ist hier. Nee, warte mal. Nee, Quatsch, die ist... Oh, das könnte gehen, da müssten wir eigentlich hinkommen können. Roger. Roger. On my way. Komm schon.
Also, mal Pause. So, wir haben entweder eine, wir haben einen Bücherladen. Ich muss mal gerade gucken. Das ist hier. Da geht es in die Stadt. Da geht es über die Bahnschienen. Und zwar haben wir... Ach du Scheiße. Nee, so weit geht das gar nicht. Das zählt doch wahrscheinlich gar nicht, ne? Wie finde ich den denn? Fachbücher. Hier. Going there. Aha. Stimmt, das ist doch die Gesamtschule. Das merkt sich das auch natürlich. Natürlich gibt es da Bücher. Natürlich, das wusste ich. Ach du Scheiße, jetzt kommen sie doch. Ne, die sind noch bei den Häusern. Ne, ne, die bleiben da drin. Keine Sorge. Ach du Scheiße. Soll ich rausgehen oder schaffen die es von selbst? Du schaffst das schon! Ja, sehr gut. Alles für die Bücher. Ist wie bei Sombra, das ist auch super wichtig. Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, halt, da sind noch mehr Zombies. Ach, hier. Nee, dann raus da. Wir hauen erstmal ab. Haben wir da einen verloren? Nee. Ich muss irgendwie die Gruppen besser sehen können. Die haben auch Munition. Gruppe weiter, wie läuft's? Ah, wir haben Verletzte. Wir haben keine Medizin. Oh, das ist noch ein... Guck mal, das ist noch ein Auto. Ein Family Truckster. Sehr gut. Okay, weiter looten. Und wieder zurück looten. Ja, ja, keine Sorge. Das wird schon gut gehen. Es wird schon gut gehen, keine Sorge. Gut. Leute, ich musste leider aufhören. Ich hab, musste leider ein paar Mal die Aufnahme neu starten. Ich weiß jetzt gar nicht. Aber wir machen jetzt nur noch den Tag. Chief, we just found a dead animal. But the thing is, it was literally shredded to pieces. It couldn't just be some ordinary infected. There are teeth marks on its skin. They look like dog teeth. Okay. Oh nein, Hunde? Stay alert. Ach ja, da war ja was. Es kommt wieder. Gut. Ein neuer Tag in Edgoven. Chief, we found some seeds in one of the buildings. It looks like grain. There were some farming tools as well. Maybe we could use this to start cultivating the land again. Okay. Okay, bring that in. We should have a place where we can cook meals for our citizens. This will make our people much happier too. Okay, let's build a cookhouse. Okay, das Gute ist, wir wohnen direkt an Feldern. We're going to need some metal too. Car wreckages can be a good source, or we can deconstruct some buildings. Send workers to do that. Oh, da können wir uns eine Todeszone bauen quasi. Ja, sehr gut. Let's go there. Pause und bis zur nächsten Folge, liebe Leute. Edgoven muss gehalten werden. Alles für Hennef. Die infektionsfreie Zone wird ausgedehnt. Bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Und nicht vergessen, kommentieren, abonnieren, Däumchen lassen. Das hilft mir sehr. Und bis dahin, wie immer, gehabt euch wohl, werte Lappenlapinen. Boop boop.